Sie morden für den sogenannten Islamischen Staat am Boden. Und in den virtuellen Räumen des Cyber-Dschihads im Internet. Wir recherchieren in Frankreich, das in Europa am stärksten von Terrorangriffen betroffen ist. In Spanien. Bei einer privaten Sicherheitsfirma in Israel. Und wir treffen einen Deutschen. Er nahm am Cyber-Dschihad teil. Ich bitte Gott, um mir zu sagen, was er von mir möchte. Wir sind in Niederbayern. Wir haben uns mit einem IT-Systemkaufmann verabredet, gegen den der Generalbundesanwalt ermittelt. Der 30-Jährige soll versucht haben, eine terroristische Vereinigung zu begründen, um so Cyberterrorismus zu begehen. Der Programmierer wollte nach Afrika ausreisen, um sich der terroristischen Boko Haram anzuschließen. Doch die bayerischen Behörden stoppten ihn, zogen seinen Pass ein. Das war vor 2 Jahren. Erstmals will er mit uns über seine Aktivitäten als sogenannter Cyber-Dschihadist sprechen. Das Ganze fing ja damals an, als man mir am Flughafen den Pass weggenommen hat. Da wollte ich ja zuerst einen richtigen Dienst an der Waffe durchführen. Und als ich dann gemerkt habe, dass die mich zu sehr beobachten und ich eigentlich keine Chance habe, das Bundesgebiet zu verlassen, musste ich, ich habe ihnen auch angekündigt, dass ich das dann, wenn sie mich nicht rauslassen, dann werden sie den Terroristen bei sich im Land haben. Wenn Sie das haben wollen, dann können Sie mich ruhig hier in Deutschland festhalten. Das war dann so eine Ego-Sache einfach. Das war ganz, was ganz Persönliches einfach. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich es hier machen? Ja, Propaganda und Cyber-Dschihad. Ne? Das ist das Einzige, was hier in Deutschland möglich ist. Der Softwareentwickler wollte eine Al-Qaida-Zelle in Deutschland gründen. Er verbreitete Propagandavideos, wollte nach Syrien ausreisen, so der Generalbundesanwalt. Cyber-Dschihad? Das kann ja sehr viele Sachen bedeuten. Das kann einerseits im Hinblick auf dieses Interview Propaganda über das Internet bedeuten. Es kann auch bedeuten, dass man israelische Bankkonten hackt und das Geld transferiert. Jede Aktion, die den Dschihad weiterbringt, für die man das Internet verwendet, könnte man dem Cyber-Dschihad zuordnen. Cyber-Dschihad, das ist Propaganda und Rekrutierung neuer Kämpfer. So wie diese Zwillinge aus Deutschland. Einer sprengte sich vor kurzem in die Luft. Cyber-Dschihad ist aber auch Terrorfinanzierung. 23. Juni 2015, 8 Uhr morgens. Eine Razzia in Oberhausen. Die Polizei durchsucht die Wohnung von Alfred F. Der Islamist gehört zu einer 25-Mann starken Bande. Die Männer sollen mit vorgetäuschten PKW-Unfällen bis zu 100.000 Euro ergaunert haben. Ein Teil der Beute wurde für den sogenannten bewaffneten Kampf bzw. die Teilnahme an Gruppen wie Al-Qaida oder IS verwendet, so die Polizei. Der Hauptnutznießer und Ideengeber der Bande, so die Polizei, war niemand anderes als der Konvertit Philipp B. Ein Ermittlungsverfahren gegen einen Toten. Denn Philipp B. sprengte sich im Frühjahr 2014 in der Stadt Mosul in die Luft. Tötet mindestens 20 unschuldige Menschen. Philipp B. stammt, so wie die anderen toten IS-Kämpfer auf diesem Bild, aus Dinslaken. Märtyrer im Namen Allahs ist hier zu lesen. Cyberpropaganda für den IS. Dinslaken im Ruhrgebiet. Rund 2 Dutzend junge Muslime sind in den vergangenen 2 Jahren von hier nach Syrien gezogen. Die meisten kämpfen heute für den IS. Einer der ersten war Philipp B. Report München hat immer wieder über ihn und seine Terrorzelle in Dinslaken exklusiv berichtet. Kaum jemand im Stadtteil Dinslaken-Lohberg will offen mit uns über die jungen Dschihadisten reden. In diesem Verein dürfen wir endlich drehen. Im King's Sport Club trainieren viele, die mit den ausgezogenen IS-Kämpfern verwandt oder befreundet waren. Sie wollen nicht vor die Kamera. Der Kassenwart spricht aus, was viele hier denken. Untereinander wird viel Vorurteile. Ah, ne? Wie konnten die das machen? Offiziell wird darüber geschwiegen. Offiziell wird darüber nie geredet. Es ist ein Tabuthema. Keiner möchte
sich mit der Sache beschäftigen. Keiner möchte damit zu tun haben, weil die Angst halt da besteht. Ne? Sofort mit in den Topf reingeschmissen zu werden. Weil das geschieht sehr schnell. Das geschieht wirklich sehr schnell. Und wir hier im Verein sind offen. Wir sagen nein. Wir distanzieren uns von der Sache. Bei unseren Recherchen stoßen wir auf diese Fotos. Sie wurden über soziale Medien verbreitet. Die Propagandabilder zeigen Muslime mit dem erhobenen Zeigefinger. Was steckt dahinter? Tatsache, der erhobene Zeigefinger ist das Markenzeichen der IS-Terroristen und wird auf deren Internetseiten massenhaft verbreitet. In Lohberg gibt es viele, die sich so fotografieren ließen. Sogar in den Jugendräumen der deutsch-türkischen DİTİB-Moscheegemeinde. Ein Vorstandsmitglied bei der Koranlesung mit einem Jugendlichen. Derselbe Mann lässt sich mit einem anderen Jugendlichen fotografieren. Beide strecken den Finger nach oben. Und der junge Mann trägt sogar ein T-Shirt mit dem Siegel des IS. Daneben das Vorstandsmitglied. Wie konnte das geschehen? Ein Interview lehnt der Vorstand der Moscheegemeinde ab. Die Lohberger Gemeinde gehört zur DİTİB. Das ist die einflussreichste Moscheevereinigung in Deutschland. Sie untersteht der Kontrolle der türkischen Regierung. Die DİTİB mit Sitz in Köln gilt als gemäßigt und staatstreu. Ihre Funktionäre sind Dialogpartner für Politik und Gesellschaft. Wir erfahren, das Lohberger DİTİB-Vorstandsmitglied ist zurückgetreten. Eine Folge unserer gemeinsamen Recherchen mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor Ort. So eine Person kann bei einer DİTİB-Gemeinde weder an der Gemeindearbeit noch bei der Jugendarbeit mitwirken. Nicht mehr. Wir werden das nicht mehr zulassen. 6 oder 8 Stunden gefahren. Wir zeigen Bekir Alboga die Fotos aus Dienstlaken mit dem Zeigefinger. Ist das ein islamisches Zeichen, fragen wir den Theologen. Nein, gibt's nicht. Ist auch vor 2, 3 Jahren war so ein Zeichen nicht verbreitet, nicht bekannt. Wir haben diese Zeigefinger nur beim Gebet. Nur beim Gebet, wenn wir bei Teschehüd, beim Gebet sitzen, sagen, Eschhadu an la ilaha illallah. Es gibt keine Gottheit außer dem einen Gott. Dass man jetzt daraus ein politisches Zeichen entwickelt. Der Islam braucht keine Symbole, der Islam hat keine Symbole. Die Religion des Islam hat keine Symbole. Dienstlaken und das Terrornetzwerk des Philipp B., der Cyber-Dschihad und die örtliche Moscheegemeinde. Nur ein Beispiel. In ganz Deutschland gibt es vergleichbare Fälle und Männer, die diese Propaganda übers Internet verbreiten. Propaganda basiert darauf, dass der Mensch nicht rational, sondern emotional handelt, aus Selbstinteresse. Und da spielen Motive wie Langeweile und Frust eine Rolle und nicht Nachdenken, philosophisches Nachdenken. Dieses philosophische Nachdenken ist darauf aufgesetzt. Zuerst treffe ich eine Entscheidung, bringt es mir mehr Abenteuer, bringt es mir mehr diese Annehmlichkeiten und mehr Frauen oder sonst was oder vielleicht mehr Akzeptanz in meiner Gruppe. Und das wird alles unbewusst entschieden. Und dann darauf aufbauend mache ich mir philosophisch Gedanken. Und am besten funktioniert die Propaganda dann, wenn man diese Erklärung, diese Rationalisierung noch anbietet und es nicht dem Individuum selbst überlässt. Dann hast du eine erfolgreiche Propaganda. Ja. Die nächste Station unserer Recherchen, Jerusalem. Wir sind auf dem Weg zu einem Institut, das seit vielen Jahren auch islamistische Medien beobachtet. Das Middle East Media Research Institute, Memri. Den Sitz des Instituts sollen wir nicht zeigen. Auch die Gesichter der Mitarbeiter sind tabu, aus Sorge vor Anschlägen. Ein Mitarbeiter zeigt uns ein brandneues, hochprofessionell gemachtes Propagandavideo, das der IS kurz vor unserem Besuch ins Internet gestellt hat. Die Videos des IS sind so vielsprachig wie seine Anhängerschaft in der ganzen Welt. All my brothers living in the West, I know how you feel when I used to live there. In the heart, you feel depressed. Qu'attendez-vous? Pourquoi vous n'avez pas encore émigré? Meine Brüder und Schwestern, dies ist wahr. Kommt hier hin, kämpft auf Allahs Weg.
Memri-Präsident Yigal Karmon geht als einziger offen vor die Kamera. Er zeigt uns ein Video, das ihn selbst nicht mehr schlafen lässt. Die Steinigung einer jungen Frau. Er kann nicht verstehen, dass die westliche Welt nichts gegen die IS-Propaganda unternimmt. Man kann die Entwicklung des globalen Dschihads nicht ohne das Internet betrachten. Eigentlich ist er ein Produkt des Internets. In fact, it is a product of the Internet. The West failed. Der Westen hat das nicht verstanden und keine Maßnahmen getroffen, um sich zu schützen. Die Kommunikation, die Rekrutierung, die Finanzierung, ja sogar strategische Bewegungen geschehen mit Hilfe des Internets. Und wie reagiert die deutsche Politik? Wir fragen bei den zuständigen Bundesministerien nach. Unsere Anfragen werden herumgereicht. Kaum einer fühlt sich zuständig. Einen Termin erhalten wir beim sogenannten Cybersicherheitsrat. Der Verein versteht sich als Schnittstelle für Politik, Behörden und Industrie. Der Gründer war langjähriger Berater der Bundesregierung für Internetverbrechen. Er spart nicht mit Kritik. Wir fangen an, eine Bedrohung ernst zu nehmen, wenn etwas passiert ist, und wir müssen proaktiv handeln. Denke ich an die strategische Initiative Technik des Bundesnachrichtendienstes. Da geht es um 60 Millionen Euro pro Jahr, um frühzeitig Angriffe zu erkennen und auch solche Themen aufzuklären. Es ist ja wichtig, dass man das Geld ausgibt. Jetzt sagt ein Haushälter, naja, ich gebe gerade mal 6 Millionen aus, weil ich nicht verstehe, was es ist. Gleichzeitig geben wir aber aus 8,5 Millionen Euro für die Förderung des Films Monuments Man von George Clooney. Ich glaube, das ist die falsche Verhältnismäßigkeit, um solchen Gefahren auch wirklich Herr zu werden. Dabei ist der Terror schon längst bei uns in Europa angekommen. Am schrecklichsten Paris. Anfang Januar. IS-Terroristen ermorden 17 Menschen. Zunächst der Angriff auf das Satiremagazin Charlie Hebdo, dann auf einen koscheren Supermarkt. Von dort postet der Täter seine Taten im Netz. Zeitgleich greifen behördenbekannte islamistische Gruppen aus Nordafrika an die 19.000 französische Webseiten an. Ihre zynische Botschaft lautet: Zur Hölle, ihr Charlie Hebdo-Schweine. Frankreich befindet sich im Schockzustand. Staatsbegräbnis für die Sicherheitskräfte, die bei dem Terroranschlag ihr Leben lassen mussten. Drei Beamte, die die Verschiedenheit Frankreichs repräsentierten, mussten ihr Leben lassen, so Staatspräsident François Hollande auf der Trauerfeier. Je suis Charlie. Die westliche Welt solidarisiert sich mit den Opfern von Paris. Wenig später: der gleiche Satz auf dem Titelblatt des offiziellen Sprachorgans des IS. Darin auch ein vorproduziertes Interview mit einem der Pariser Massenmörder. Eine ebenso infame wie wohlüberlegte Hasspropaganda. Fünf Monate nach den Anschlägen fahren wir nach Paris. Die Wir sind Charlie-Poster sind fast alle verschwunden. Doch der Schrecken sitzt noch immer tief. Wir treffen Thomas Flichy de la Neuville. Der Professor forscht zum IS und interpretiert den Cyber-Dschihad auch als eine kulturelle Herausforderung. Ziel des Islamischen Staates ist es, den Westen zu erobern. Über dieses Kriegsziel sollten wir uns im Klaren sein. Wir tendieren dazu, technologische Antworten zu suchen. Aber in der Realität kann die einzige Antwort nur darin bestehen, diesen kriminellen und brutalen Destabilisierungsversuchen, die wir hier im Westen erleben, eine kulturelle Identität entgegenzusetzen. Eine starke humanistische Identität. Wenige Tage nach dem Interview erschüttert eine neue Anschlagswelle die Welt. Im tunesischen Ferienort Sousse morden ein oder mehrere Islamisten 38 Menschen. Auch zwei deutsche Urlauber sterben. Am gleichen Tag, Anschlag im französischen Grenoble. Ein polizeibekannter Salafist köpft einen Mann. Zum ersten Mal in Westeuropa. Wenigstens können die Behörden verhindern, dass die Bilder des toten Körpers den Cyber-Dschihadisten womöglich als Propaganda dienen.
Wir sind auf dem Weg nach Sabadell bei Barcelona. Bei uns weitgehend unbekannt. Auch in Spanien sollte ein Mensch geköpft werden. Geplant wurde das laut Polizei hier, in Sabadell, dort, wohin sich nur selten ein Tourist verirrt. Der Verdächtige, der Konvertit Tony M., der sich Ali nennt. Am frühen Morgen des 8. April schlägt die katalanische Eliteeinheit zu und verhaftet den Konvertiten Ali zusammen mit 10 weiteren IS-Sympathisanten, Spanier und Marokkaner. Fast ein Jahr hat die Polizei die Zelle überwacht. Der Zugriff erfolgt, als die Verdächtigen allem Anschein nach ihre Pläne in die Tat umsetzen wollten. Die Polizisten finden Sprengstoffe und es gibt Hinweise, dass die Zelle um Ali einen Menschen köpfen und anschließend die Bilder ins Internet einstellen wollte. Wir gehen auf Spurensuche in Sabadell. Tony M. war Friseur. In einem Salon, der jetzt geschlossen ist, habe sich die Gruppe Dschihadisten-Videos angesehen, heißt es. Jetzt sind die Verdächtigen zwar verhaftet, die Friseurin im Laden daneben hat aber trotzdem noch Angst. Ich glaube, es gibt hier viele, denen man nicht trauen kann. Sehr viele. Ich kenne Tony von klein auf. Jetzt bin ich ratlos. Er ist ein ganz normaler Junge gewesen. Wir suchen die heute geschlossene Moschee auf, in der Tony M. vor 3 Jahren konvertierte. Ein Vierteljahr danach hatte er sich bereits radikalisiert. Hier habe keiner davon etwas mitbekommen, so heißt es auf der Straße. Er betet, dann die Schuhe mitnehmen und dann geht er. Man weiß nicht, was sich im Kopf abspielt. Der Einzige, der das weiß, ist Gott. In dieser Straße hat Tony M. gewohnt. Wir suchen seine Frau, eine junge Marokkanerin. Sie ist halb so alt wie ihr Mann. Hola, guten Tag. Hola. Wir sind vom ersten deutschen Fernsehen. Man wirft Ihrem Mann vor, Attentate vorbereitet zu haben. Was wissen Sie darüber? Das ist alles Lüge. Lüge. Wenn das so wäre, ich wüsste das. Alle sind jetzt in Haft. Die Ermittlungen dauern an und deshalb kann man nichts sagen. Die Ermittlungen führt die Generalstaatsanwaltschaft in Madrid. Terrorverfahren sind hier beinahe Routine. Auch für Staatsanwältin Dolores Delgado. Doch der Fall von Sabadell schockiert sie zutiefst. Die Gruppe wollte ähnliche, ja identische Anschläge durchführen, wie der Islamische Staat. Zum Beispiel wollte die Gruppe einen Menschen entführen. Irgendeinen Menschen, ohne einen genauen Grund, ihn zufällig aussuchen. Dann wollten sie diesen Menschen in einen orangenen Anzug stecken, so wie der IS das macht. Und dann wollten sie diesen Menschen köpfen, das Ganze filmen und dann veröffentlichen, so wie der IS. Aber hier, auf unserem Grund und Boden, im Westen, in Spanien, das ist einfach schrecklich. Das ist schrecklich, dass so eine Idee oder besser, dass da dieser Wille ist, so etwas zu tun. Das ist einfach nicht zu fassen. Zurück in Niederbayern. Der mutmaßliche Cyber-Dschihadist habe verschiedene Leitfäden fürs Internet entwickelt, so die Behörden. Darunter auch Methoden der gezielten und lautlosen Ausschaltung von Zielpersonen. Ich habe viel mit Leuten geschrieben, viele Dokumente verfasst, die man auch genauso hätte verfassen können, wenn man einen Roman schreiben wollte. Ja, und diese Dokumente Leuten geschickt. Und das wurde dann wohl so aufgefasst, als ob ich eine Gruppe gründen wollte. Aber ich hätte ja auch einen Roman schreiben können. Mhm. Tut mir leid, ich kann jetzt nicht so konkret werden. Kein Wunder, denn die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen den verdächtigen IT-Systemkaufmann seit September 2014.
Zurück in Paris, beim Hauptquartier der juristischen Division der Gendarmerie. Ein Hochsicherheitstrakt. Seit Anfang Juni arbeitet hier das Zentrum zur Bekämpfung von Cyberkriminalität. Frankreich rüstet die Sicherheitskräfte auf und verschärft die Antiterrorgesetze. Für Jacques Hébrard, den Kommandanten der Einheit, ist das der richtige Weg zur Bekämpfung des Cyber-Dschihad. Es stimmt, es hat hier in Frankreich eine Sensibilisierung zu diesem Thema stattgefunden. So wurde beispielsweise ein Präfekt an das Innenministerium delegiert, der all die Cyberfälle bearbeiten soll. Aber es gibt auch eine echte Anstrengung, dass Geheimdienste und die Abteilungen gegen Cyberkriminalität gemeinsam arbeiten, sich unterstützen. Das setzen wir in Frankreich gerade Stück für Stück um. Auch hier, in der Abteilung Digitale Kriminalität, werden wir verpflichtet, die Gesichter der Beamten aus Sicherheitsgründen nicht zu filmen. Über einen speziellen Zugang öffnet der Gendarm vor laufender Kamera die Tore des sogenannten Darknet für uns. Ebenso aufgebaut wie das offene Internet ist da eine Suchmaschine, die auch Dschihadisten nutzen. Unter dem Begriff Mujahedin, Gotteskrieger, kann man für einen US-Dollar ein Handbuch zum Bombenbau kaufen. Sogar eine ganze Enzyklopädie, ein riesiges Nachschlagewerk für Dschihadisten ist da. Illegale Waren kaufen, weltweit. Auch von Deutschland aus kann man hier bestellen. Sogar Waffen. Beängstigend. Der Bundesnachrichtendienst teilte uns bereits Anfang dieses Jahres mit, islamistische Gruppierungen seien sogar in der Lage, Cyberattacken gegen sensible Einrichtungen durchzuführen. Gegeben hat es bisher offiziell keine. Alarmierend auch, es gibt Suchmaschinen, die Anlagen von öffentlichen Einrichtungen aufspüren können, die vom Internet aus ansteuerbar sind. Im Handumdrehen finden wir eine solche Einrichtung. Über 800 Personen können sich dort aufhalten. Wir könnten die Anlage problemlos hacken. Werte ändern, Regler verschieben, Panik auslösen? Natürlich tun wir es nicht, sondern machen den Betreiber der Anlage darauf aufmerksam. Wir zeigen, dass Unbefugte von jedem Laptop der Welt aus hier angreifen könnten. Nach unserem Besuch wird der Zugriff umgehend blockiert. Sehen Sie den Islamischen Staat in der Lage, Cyber-Dschihad-Angriffe auf kritische Infrastruktur zu machen? Ja, das haben Sie gesehen. Es gibt andere Parallelorganisationen wie Al-Qaida, die darüber schon vor 10 Jahren gesprochen haben, dass wir bereit wären, eigentlich entsprechend Cyber-Angriffe durchzuführen. Die Syrian Electronic Army, die ja auch entsprechende Fähigkeiten hat, hat ja schon Angriffe durchgeführt, gerade auch in den USA. Von daher gibt es keinen Grund, warum ISIS diese Fähigkeiten entweder nicht selber hat oder diese einfach einkaufen kann. Tel Aviv, Termin bei einer Sicherheitsfirma. Wir werden in die Außenbezirke der Stadt gelotst. Man will uns zeigen, wie man schon vor dem Entstehen IS-Terroristen und ihr Umfeld erkennbar machen kann. Wir sind gespannt. Und auch hier gilt wieder, Firmensitz und Mitarbeiter sollen aus Sicherheitsgründen nicht identifizierbar sein. Die Firma hat ein Programm entwickelt, das verschiedene Spuren im Internet wie ein Puzzle zusammensetzt. Ursprünglich bei der Bekämpfung von Umweltverbrechen in Afrika eingesetzt, soll der sogenannte Lone Wolf Tracker mögliche radikale Islamisten finden. Wir dürfen eine Auswertung für den Raum Stuttgart filmen. Eine Auftragsarbeit für einen uns unbekannten Kunden. Dieser Mann zum Beispiel soll ein radikaler Sympathisant des IS sein. Seine Internetnachrichten kann jeder lesen.
Für Geschäftsführer Nir Kalron sind Informationen auf Facebook oder Twitter die Quelle schlechthin. Wir verfolgen die Informationen in den sozialen Medien. Wir dringen nirgends ein. Alles ist öffentlich zugänglich. Wer ist mit wem befreundet? Wer war in Stuttgart und gleichzeitig im Irak? Es sind solche Filterbegriffe, die dazu führen, dass das Lone Wolf-Programm Personen, ja ganze Netzwerke ausspuckt, die in gewisser Weise auffällig sind. Denn jeder, der sich im Internet bewegt, hinterlässt Spuren. Auch Islamisten. Natürlich ist nicht jeder, der sich für den IS ausspricht, ein Terrorist, den wir überwachen müssen. Da gibt es noch andere Elemente, die eine Person zu einem potenziellen Terroristen machen. Jemanden, der möglicherweise in der Zukunft zuschlagen könnte. Das ist eine einzigartige Methode, zu verstehen, warum bestimmte Personen hervorstechen. Sie haben es ja gerade miterlebt. Auf der Facebook-Seite eines dieser jungen Männer sehen wir dieses Foto. Es könnte sich um einen sogenannten Märtyrer handeln. Wir besuchen den jungen Mann und seine Familie. Die Eltern sind über die Facebook-Seite ihres Sohnes erschrocken. Laut unseren Recherchen ist er nie als Islamist aufgefallen. Auch seine Facebook-Seite würde in Deutschland eine Registrierung nicht rechtfertigen. Die Mutter beruhigt das nicht. Wenig später wird das Facebook-Profil geändert. In Deutschland sind solche Datenerhebungen für Behörden gesetzlich nicht erlaubt. Offiziell zumindest. Wie steht es um das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Freiheit? Bei uns? Meinungsäußerung ist ein hohes Gut. Und wo ist dort exakt die Grenze? Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Debatte und Diskussion zu führen. Und wenn wir sagen, wir leben in einem Rechtsstaat und das soll am Ende über Gerichte geführt werden, dann ist es natürlich unglaublich schwierig, auch frühzeitig und schnelle Entscheidungen zu bekommen. Aber wenn Sie sich auf einmal merkwürdig verhalten, wenn Sie also nie etwas zu tun gehabt haben in Libyen und auf einmal interessieren Sie sich besonders für Libyen und dort für bestimmte Regionen, die vielleicht nicht so einfach sind, das ist ähnlich wie eine Art Früherkennung, dann kann man ja zumindest vielleicht Hinweise geben an den Verfassungsschutz, dass man dann einmal eine Personenüberprüfung durchführt. Cyber-Dschihad im Internet. In Deutschland inzwischen ein Massenphänomen. Doch was wird geschehen, wenn auch bei uns wie in Frankreich oder Tunesien Dschihadisten auf offener Straße morden und ihre Verbrechen anschließend im Internet zu Propagandazwecken missbrauchen? Werden dann auch bei uns wie in Frankreich die Gesetze geändert? Cyber-Dschihadisten gibt es auch in Deutschland. Unser Interviewpartner behauptet, er sei ausgestiegen und habe sich einer ostasiatischen Glaubensgemeinschaft angeschlossen. Er war in medizinischer Behandlung. Der IT-Experte gilt noch immer als gefährlich. Dienstlaken Lohberg will offen mit uns über die jungen Dschihadisten reden. In diesem Verein dürfen wir endlich drehen. Im King's Sport Club trainieren viele, die mit den ausgezogenen IS-Kämpfern verwandt oder befreundet waren. Sie wollen nicht vor die Kamera. Der Kassenwart spricht aus, was viele hier denken. Untereinander wird viel Vorurteile. Wie konnten die das machen? Offiziell wird darüber geschwiegen. Offiziell wird darüber nie geredet. Es ist ein Tabuthema. Keiner möchte sich mit der Sache beschäftigen. Keiner möchte damit zu tun haben, weil die Angst halt da besteht. Ne? Sofort mit in den Topf reingeschmissen zu werden. Weil das geschieht sehr schnell. Das geschieht wirklich sehr schnell. Und wir hier im Verein sind offen. Wir sagen nein.
Wir distanzieren uns von der Sache. Bei unseren Recherchen stoßen wir auf diese Fotos. Sie wurden über soziale Medien verbreitet. Die Propagandabilder zeigen Muslime mit dem erhobenen Zeigefinger. Was steckt dahinter? Tatsache: Der erhobene Zeigefinger ist das Markenzeichen der IS-Terroristen und wird auf deren Internetseiten massenhaft verbreitet. In Lohberg gibt es viele, die sich so fotografieren ließen. Sogar in den Jugendräumen der deutsch-türkischen DİTİB-Moscheegemeinde. Ein Vorstandsmitglied bei der Koranlesung mit einem Jugendlichen. Derselbe Mann lässt sich mit einem anderen Jugendlichen fotografieren. Beide strecken den Finger nach oben. Und der junge Mann trägt sogar ein T-Shirt mit dem Siegel des IS. Daneben das Vorstandsmitglied. Wie konnte das geschehen? Ein Interview lehnt der Vorstand der Moscheegemeinde ab. Die Lohberger Gemeinde gehört zur DİTİB. Das ist die einflussreichste Moscheevereinigung in Deutschland. Sie untersteht der Kontrolle der türkischen Regierung. Die DİTİB mit Sitz in Köln gilt als gemäßigt und staatstreu. Ihre Funktionäre sind Dialogpartner für Politik und Gesellschaft. Wir erfahren, das Lohberger DİTİB-Vorstandsmitglied ist zurückgetreten. Eine Folge unserer gemeinsamen Recherchen mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor Ort. So eine Person kann bei einer DİTİB-Gemeinde weder an der Gemeindearbeit noch bei der Jugendarbeit mitwirken. Nicht mehr. Wir werden das nicht mehr zulassen. Wir zeigen Bekir Alboga die Fotos aus Dienstlaken mit dem Zeigefinger. Ist das ein islamisches Zeichen, fragen wir den Theologen. Nein, gibt's nicht. Ist auch vor 2-3 Jahren war so ein Zeichen nicht verbreitet, nicht bekannt. Wir haben diese Zeigefinger nur beim Gebet. Nur beim Gebet, wenn wir bei Teschehüt, beim Gebet sitzen, sagen, Eschhedu en la ilaha illallah. Es gibt keine Gottheit außer dem einen Gott. Dass man jetzt daraus ein politisches Zeichen entwickelt. Der Islam braucht keine Symbole, der Islam hat keine Symbole. Die Religion des Islam hat keine Symbole. Dienstlaken und das Terrornetzwerk des Philipp B., der Cyber-Dschihad und die örtliche Moscheegemeinde. Nur ein Beispiel. In ganz Deutschland gibt es vergleichbare Fälle und Männer, die diese Propaganda übers Internet verbreiten. Propaganda basiert darauf, dass der Mensch nicht rational, sondern emotional handelt, aus Selbstinteresse. Und da spielen Motive wie Langeweile und Frust eine Rolle und nicht philosophisches Nachdenken. Dieses philosophische Nachdenken ist darauf aufgesetzt. Zuerst treffe ich eine Entscheidung, bringt es mir mehr Abenteuer, bringt es mir mehr diese Annehmlichkeiten und mehr Frauen oder sonst was oder vielleicht mehr Akzeptanz in meiner Gruppe. Und das wird alles unbewusst entschieden. Und dann darauf aufbauend mache ich mir philosophisch Gedanken. Und am besten funktioniert die Propaganda dann, wenn man diese Erklärung, diese Rationalisierung noch anbietet und es nicht dem Individuum selbst überlässt. Dann hast du eine erfolgreiche Propaganda. Ja. Die nächste Station unserer Recherchen, Jerusalem. Wir sind auf dem Weg zu einem Institut, das seit vielen Jahren auch islamistische Medien beobachtet. Das Middle East Media Research Institute, Memory. Den Sitz des Instituts sollen wir nicht zeigen. Auch die Gesichter der Mitarbeiter sind tabu, aus Sorge vor Anschlägen. Ein Mitarbeiter zeigt uns ein brandneues, hochprofessionell gemachtes Propagandavideo, das der IS kurz vor unserem Besuch ins Internet gestellt hat. Die Videos des IS sind so vielsprachig wie seine Anhängerschaft in der ganzen Welt. Oh my brothers, living in the West, I know how you feel when I used to live there. In the heart, you feel depressed. Qu'attendez-vous? Pourquoi vous n'avez pas encore émigré? Meine Brüder und Schwestern, dies ist wahr. Kommt hier hin, kämpft auf Allahs Front, auf Allahs Weg. Memri-Präsident Yigal Karmon geht als einziger offen vor die Kamera. Er zeigt uns ein Video, das ihn selbst nicht mehr schlafen lässt. Die Steinigung einer jungen Frau. Yashin,
Er kann nicht verstehen, dass die westliche Welt nichts gegen die IS-Propaganda unternimmt. Man kann die Entwicklung des globalen Dschihads nicht ohne das Internet betrachten. Eigentlich ist er ein Produkt des Internets. In fact, it is a product of the Internet. The West failed. Der Westen hat das nicht verstanden und keine Maßnahmen getroffen, um sich zu schützen. Die Kommunikation, die Rekrutierung, die Finanzierung, ja sogar strategische Bewegungen geschehen mit Hilfe des Internets. Und wie reagiert die deutsche Politik? Wir fragen bei den zuständigen Bundesministerien nach. Unsere Anfragen werden herumgereicht. Kaum einer fühlt sich zuständig. Einen Termin erhalten wir beim sogenannten Cybersicherheitsrat. Der Verein versteht sich als Schnittstelle für Politik, Behörden und Industrie. Der Gründer war langjähriger Berater der Bundesregierung für Internetverbrechen. Er spart nicht mit Kritik. Wir fangen an, eine Bedrohung ernst zu nehmen, wenn etwas passiert ist, und wir müssen proaktiv handeln. Denke ich an die strategische Initiative Technik des Bundesnachrichtendienstes. Da geht es um 60 Millionen Euro pro Jahr. Um frühzeitig Angriffe zu erkennen und auch solche Themen aufzuklären. Das ist ja wichtig, dass man das Geld ausgibt. Jetzt sagt ein Haushälter, naja, ich gebe gerade mal 6 Millionen aus, weil ich nicht verstehe, was es ist. Gleichzeitig geben wir aber aus 8,5 Millionen Euro für die Förderung des Films Monuments Man von George Clooney. Ich glaube, das ist die falsche Verhältnismäßigkeit, um solchen Gefahren auch wirklich Herr zu werden. Dabei ist der Terror schon längst bei uns in Europa angekommen. Am schrecklichsten Paris. Anfang Januar. IS-Terroristen ermorden 17 Menschen. Zunächst der Angriff auf das Satiremagazin Charlie Hebdo, dann auf einen koscheren Supermarkt. Von dort postet der Täter seine Taten im Netz. Zeitgleich greifen behördenbekannte islamistische Gruppen aus Nordafrika an die 19.000 französische Webseiten an. Ihre zynische Botschaft lautet: Zur Hölle, ihr Charlie Hebdo-Schweine. Frankreich befindet sich im Schockzustand. Staatsbegräbnis für die Sicherheitskräfte, die bei dem Terroranschlag ihr Leben lassen mussten. Drei Beamte, die die Verschiedenheit Frankreichs repräsentierten, mussten ihr Leben lassen, so Staatspräsident François Hollande auf der Trauerfeier. Je suis Charlie. Die westliche Welt solidarisiert sich mit den Opfern von Paris. Wenig später, der gleiche Satz auf dem Titelblatt des offiziellen Sprachorgans des IS. Darin auch ein vorproduziertes Wir sind vom ersten deutschen Fernsehen. Man wirft Ihrem Mann vor, Attentate vorbereitet zu haben. Was wissen Sie darüber? Das ist alles Lüge. Lüge. Wenn das so wäre, ich wüsste das. Alle sind jetzt in Haft. Die Ermittlungen dauern an und deshalb kann man nichts sagen. Die Ermittlungen führt die Generalstaatsanwaltschaft in Madrid. Terrorverfahren sind hier beinahe Routine, auch für Staatsanwältin Dolores Delgado. Doch der Fall von Sabadell schockiert sie zutiefst. Die Gruppe wollte ähnliche, ja identische Anschläge durchführen, wie der Islamische Staat. Zum Beispiel wollte die Gruppe einen Menschen entführen. Irgendeinen Menschen, ohne einen genauen Grund, ihn zufällig aussuchen. Dann wollten sie diesen Menschen in einen orangenen Anzug stecken, so wie der IS das macht. Und dann wollten sie diesen Menschen köpfen, das Ganze filmen und dann veröffentlichen, so wie der IS. Aber hier, auf unserem Grund und Boden, im Westen, in Spanien, das ist einfach schrecklich. Das ist schrecklich, dass so eine Idee oder besser, dass da dieser Wille ist, so etwas zu tun. Das ist einfach nicht zu fassen. Zurück in Niederbayern. Der mutmaßliche Cyber-Dschihadist habe verschiedene Leitfäden fürs Internet entwickelt, so die Behörden. Darunter auch Methoden der gezielten und lautlosen Ausschaltung von Zielpersonen. Ich habe viel mit Leuten geschrieben, viele Dokumente verfasst, die man auch genauso hätte verfassen können, wenn man einen Roman schreiben wollte. Ja, und diese Dokumente Leuten geschickt.
Und das wurde dann wohl so aufgefasst, als ob ich eine Gruppe gründen wollte. Aber ich hätte ja auch einen Roman schreiben können. Mhm. Tut mir leid, ich kann jetzt nicht so konkret werden. Kein Wunder, denn die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen den verdächtigen IT-Systemkaufmann seit September 2014. Zurück in Paris, beim Hauptquartier der juristischen Division der Gendarmerie. Ein Hochsicherheitstrakt. Seit Anfang Juni arbeitet hier das Zentrum zur Bekämpfung von Cyberkriminalität. Frankreich rüstet die Sicherheitskräfte auf und verschärft die Antiterrorgesetze. Für Jacques Hébrard, den Kommandanten der Einheit, ist das der richtige Weg zur Bekämpfung des Cyber-Dschihad. Es stimmt, es hat hier in Frankreich eine Sensibilisierung zu diesem Thema stattgefunden. So wurde beispielsweise ein Präfekt an das Innenministerium delegiert, der all die Cyberfälle bearbeiten soll. Aber es gibt auch eine echte Anstrengung, dass Geheimdienste und die Abteilungen gegen Cyberkriminalität gemeinsam arbeiten, sich unterstützen. Das setzen wir in Frankreich gerade Stück für Stück um. Auch hier, in der Abteilung Digitale Kriminalität, werden wir verpflichtet, die Gesichter der Beamten aus Sicherheitsgründen nicht zu filmen. Über einen speziellen Zugang öffnet der Gendarm vor laufender Kamera die Tore des sogenannten Darknet für uns. Ebenso aufgebaut wie das offene Internet ist da eine Suchmaschine, die auch Dschihadisten nutzen. Unter dem Begriff Mujahedin, Gotteskrieger, kann man für einen US-Dollar ein Handbuch zum Bombenbau kaufen. Sogar eine ganze Enzyklopädie, ein riesiges Nachschlagewerk für Dschihadisten ist da. Illegale Waren kaufen, weltweit. Auch von Deutschland aus kann man hier bestellen. Sogar Waffen. Beängstigend. Der Bundesnachrichtendienst teilte uns bereits Anfang der View mit einem der Pariser Massenmörder. Eine ebenso infame wie wohlüberlegte Hasspropaganda. Fünf Monate nach den Anschlägen fahren wir nach Paris. Die Wir sind Charlie-Poster sind fast alle verschwunden. Doch der Schrecken sitzt noch immer tief. Wir treffen Thomas Flichy de la Neuville. Der Professor forscht zum IS und interpretiert den Cyber-Dschihad auch als eine kulturelle Herausforderung. Ziel des Islamischen Staates ist es, den Westen zu erobern. Über dieses Kriegsziel sollten wir uns im Klaren sein. Wir tendieren dazu, technologische Antworten zu suchen. Aber in der Realität kann die einzige Antwort nur darin bestehen, diesen kriminellen und brutalen Destabilisierungsversuchen, die wir hier im Westen erleben, eine kulturelle Identität entgegenzusetzen. Eine starke humanistische Identität. Wenige Tage nach dem Interview erschüttert eine neue Anschlagswelle die Welt. Im tunesischen Ferienort Sousse morden ein oder mehrere Islamisten 38 Menschen. Auch zwei deutsche Urlauber sterben. Am gleichen Tag, Anschlag im französischen Grenoble. Ein polizeibekannter Salafist köpft einen Mann. Zum ersten Mal in Westeuropa. Wenigstens können die Behörden verhindern, dass die Bilder des toten Körpers den Cyber-Dschihadisten womöglich als Propaganda dienen. Wir sind auf dem Weg nach Sabadell bei Barcelona. Bei uns weitgehend unbekannt. Auch in Spanien sollte ein Mensch geköpft werden. Geplant wurde das laut Polizei hier, in Sabadell, dort, wohin sich nur selten ein Tourist verirrt. Der Verdächtige, der Konvertit Tony M., der sich Ali nennt. Am frühen Morgen des 8. April schlägt die katalanische Eliteeinheit zu und verhaftet den Konvertiten Ali zusammen mit 10 weiteren IS-Sympathisanten, Spanier und Marokkaner.
Fast ein Jahr hat die Polizei die Zelle überwacht. Der Zugriff erfolgt, als die Verdächtigen allem Anschein nach ihre Pläne in die Tat umsetzen wollten. Die Polizisten finden Sprengstoffe und es gibt Hinweise, dass die Zelle um Ali einen Menschen köpfen und anschließend die Bilder ins Internet einstellen wollte. Wir gehen auf Spurensuche in Sabadei. Tony M. war Friseur. In einem Salon, der jetzt geschlossen ist, habe sich die Gruppe Dschihadisten-Videos angesehen, heißt es. Jetzt sind die Verdächtigen zwar verhaftet, die Friseurin im Laden daneben hat aber trotzdem noch Angst. Ich glaube, es gibt hier viele, denen man nicht trauen kann. Sehr viele. Ich kenne Tony von klein auf. Jetzt bin ich ratlos. Er ist ein ganz normaler Junge gewesen. Wir suchen die heute geschlossene Moschee auf, in der Tony M. vor 3 Jahren konvertierte. Ein Vierteljahr danach hatte er sich bereits radikalisiert. Hier habe keiner davon etwas mitbekommen, so heißt es auf der Straße. Er betet, dann die Schuhe mitnehmen und dann geht er. Man weiß nicht, was sich im Kopf abspielt. Der Einzige, der das weiß, ist Gott. In dieser Straße hat Tony M. gewohnt. Wir suchen seine Frau, eine junge Marokkanerin. Sie ist halb so alt wie ihr Mann. Hola, guten Tag. Hola. Sie morden für den sogenannten Islamischen Staat am Boden. Und in den virtuellen Räumen des Cyber-Dschihads im Internet. Wir recherchieren in Frankreich, das in Europa am stärksten von Terrorangriffen betroffen ist. In Spanien. Bei einer privaten Sicherheitsfirma in Israel. Und wir treffen einen Deutschen. Er nahm am Cyber-Dschihad teil. Ich bitte Gott, um mir zu sagen, was er von mir möchte. Wir sind in Niederbayern. Wir haben uns mit einem IT-Systemkaufmann verabredet, gegen den der Generalbundesanwalt ermittelt. Der 30-Jährige soll versucht haben, eine terroristische Vereinigung zu begründen, um so Cyberterrorismus zu begehen. Der Programmierer wollte nach Afrika ausreisen, um sich der terroristischen Boko Haram anzuschließen. Doch die bayerischen Behörden stoppten ihn, zogen seinen Pass ein. Das war vor 2 Jahren. Erstmals will er mit uns über seine Aktivitäten als sogenannter Cyber-Dschihadist sprechen. Das Ganze fing ja damals an, als man mir am Flughafen den Pass weggenommen hat. Da wollte ich ja zuerst den richtigen Dienst an der Waffe durchführen. Und als ich dann gemerkt habe, dass die mich zu sehr beobachten und ich eigentlich keine Chance habe, das Bundesgebiet zu verlassen, musste ich, ich habe ihnen auch angekündigt, dass ich das dann, wenn sie mich nicht rauslassen, dann werden sie den Terroristen bei sich im Land haben. Wenn Sie das haben wollen, dann können Sie mich ruhig hier in Deutschland festhalten. Das war dann so eine Ego-Sache einfach. Das war ganz, was ganz Persönliches einfach. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich es hier machen? Ja, Propaganda und Cyber-Dschihad. Ne? Das ist das Einzige, was hier in Deutschland möglich ist. Der Softwareentwickler wollte eine Al-Qaida-Zelle in Deutschland gründen. Er verbreitete Propaganda-Videos, wollte nach Syrien ausreisen, so der Generalbundesanwalt. Cyber-Dschihad? Das kann ja sehr viele Sachen bedeuten. Das kann einerseits im Hinblick auf dieses Interview Propaganda über das Internet bedeuten. Es kann auch bedeuten, dass man israelische Bankkonten hackt und das Geld transferiert. Jede Aktion, die den Dschihad weiterbringt, für die man das Internet verwendet, könnte man dem Cyber-Dschihad zuordnen. Cyber-Dschihad. Das ist Propaganda und Rekrutierung neuer Kämpfer. So wie diese Zwillinge aus Deutschland. Einer sprengte sich vor kurzem in die Luft. Cyber-Dschihad ist aber auch Terrorfinanzierung. 23. Juni 2015, 8 Uhr morgens. Eine Razzia in Oberhausen.
Die Polizei durchsucht die Wohnung von Alfred F. Der Islamist gehört zu einer 25-Mann starken Bande. Die Männer sollen mit vorgetäuschten PKW-Unfällen bis zu 100.000 Euro ergaunert haben. Ein Teil der Beute wurde für den sogenannten bewaffneten Kampf bzw. die Teilnahme an Gruppen wie Al-Qaida oder IS verwendet, so die Polizei. Der Hauptnutznießer und Ideengeber der Bande, so die Polizei, war niemand anderes als der Konvertit Philipp B. Ein Ermittlungsverfahren gegen einen Toten. Denn Philipp B. sprengte sich im Frühjahr 2014 in der Stadt Mosul in die Luft, tötet mindestens 20 unschuldige Menschen. Philipp B. stammt, so wie die anderen toten IS-Kämpfer auf diesem Bild, aus Dienstlaken. Märtyrer im Namen Allahs ist hier zu lesen. Cyberpropaganda für den IS. Dienstlaken im Ruhrgebiet. Rund 2 Dutzend junge Muslime sind in den vergangenen 2 Jahren von hier nach Syrien gezogen. Die meisten kämpfen heute für den IS. Einer der ersten war Philipp B. Report München hat immer wieder über ihn und seine Terrorzelle in Dienstlaken exklusiv berichtet. Kaum jemand im Stadtteil